Hallo, Tierfreunde. Das war bescheuert. Hallo, Tierfreunde. Und willkommen zum nächsten Kochvideo. Der Sunny hat sich vor kurzem gewünscht, dass ich mal ein Wassereis mache. Und da haben auch schon einige darauf geantwortet und meinten, dass er doch einfach Saft anfrieren könne. Allerdings, wenn ihr mal zu Hause einfach Saft als stilles eingefroren habt, dann werdet ihr gemerkt haben, dass das nicht so lecker war. Das Süße vom Eis hat sich entweder unten abgesetzt oder ihr konntet es ganz einfach raussaugen und hattet danach quasi nur noch gefrorenes Wasser am Stiel. Das kann man aber ganz einfach ändern, indem man dem Saft oder was immer man noch einfriert, sozusagen eine Struktur gibt. Vor kurzem habe ich nämlich Xanthan für mich entdeckt und damit auch schon ein bisschen rumprobiert. Und man kann damit wirklich super einfach und super leckeres Wassereis machen. Und das in wirklich super wenigen Arbeitsschritten, also für jede Fuhre Eis, die ich mache, brauche ich ja nur 5 bis 10 Minuten, mehr nicht. Von Xanthan habt ihr vielleicht schon mal gehört, das wird auch in einigen Lebensmitteln verwendet. Und es ist sozusagen ein Kohlenhydrat, das von Bakterien gewonnen wird. Es ist sozusagen ein Ballaststoff und wird in der Industrie oftmals einfach als Verdickungsmittel verwendet. Ja, und ich mache damit heute mit euch 2 leckere Stieleissorten. Und im Grunde könnt ihr eigentlich jede erdenkliche Flüssigkeit nehmen, die ihr möchtet. Und daraus ganz einfach euer eigenes Stieleis machen. Okay, los geht's. So, als erstmal machen wir ein schönes Orangeneis. Dafür habe ich hier einfach Orangensaft. Dafür brauchen wir 300 Milliliter. Dann braucht ihr einen Teelöffel Xanthan. Das sind ungefähr 3 Gramm. Wenn ihr das übrigens mal kauft, dann nicht erschrecken. Der Preis ist ziemlich hoch. Denn für 100 Gramm habe ich jetzt ungefähr 10 Euro bezahlt. Wenn man allerdings bedenkt, wie ergiebig das ist. Also jetzt für 300 Milliliter 3 Gramm. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel Eis ihr daraus machen könnt. Dann noch etwas Zucker, 3 Esslöffel ungefähr, also 45 Gramm. Und das war es im Grunde auch schon. Das mixen wir jetzt einfach, bis es schön schaumig ist. Und dann kommt es einfach in Eisförmchen. Ja, als Eisförmchen habe ich jetzt sowas hier. Ist natürlich Plastik jetzt, aber naja, ich habe es mal geschenkt bekommen. Außerdem habe ich auch noch nichts gefunden, wo man irgendwie das mit Holzstäbchen machen könnte. Wenn ihr sowas findet, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo es das gibt. Ihr könnt allerdings auch zum Beispiel Eiswürfelförmchen nehmen oder kleine andere Förmchen, in denen ihr das reingebt. Das Eis wird wahrscheinlich zu fest sein, wenn ihr das einfach in einem großen Behälter einfriert und dann mit dem Löffel rauskratzen wollt. Das wird zwar auch funktionieren, aber ihr müsstet es dann halt jedes Mal ein bisschen antauen lassen. Sonst wird es einfach zu hart sein. So, das Ganze jetzt mixen, bis es schön schaumig ist. Das seht ihr auch gleich, die Flüssigkeit wird gleich ganz hell werden, weil sozusagen die Luftbläschen untergeschlagen werden. Das mache ich jetzt für ja, ca. 20 Sekunden oder so. So, und wie ihr seht, jetzt habt ihr eine richtig schöne Eismasse. Und die kommt jetzt ganz einfach in die Förmchen rein. Ihr müsst übrigens nicht unbedingt so einen Mixer nehmen, ihr könnt es auch mit einem Pürierstab machen. Dann allerdings darauf achten, dass ihr das wirklich schaumig aufschlagt und nicht nur ganz kurz einmal durchpüriert. Dann kann es passieren, dass die Eiskristalle einfach ja, ziemlich groß werden. So, Stiele rauf. Ja, darauf achten, dass ihr das schön gerade hinstellt, wenn ihr es ins Kühlfach stellt. Und ich werde das jetzt ungefähr so für 12 bis 24 Stunden im Kühlfach lassen. So, als zweites habe ich hier noch einen Reis-Mandel-Drink. Damit kriegt ihr sozusagen ein richtig schön cremiges Eis hin. Wieder einen Teelöffel Xanthan und 3 Esslöffel Zucker. Und das Ganze wieder für ca. 20 Sekunden schön cremig pürieren. So, und wieder eine richtig schön cremige Masse. Die Stiele wieder rauf. Und dann für 12 bis 24 Stunden ins Kühlfach. Und morgen sehen wir dann mal, was daraus geworden ist. Okay, bis dann. Ja, das waren jetzt ca. 15 Stunden. Und ich werde jetzt mal jeweils ein Eis rausholen und mal kosten. Bin gespannt. So, das ist das Mandel-Reiseis. Und das Orangeneis. So, erstmal das Orangeneis.
super fruchtig und lecker. Mm. Was ich auch gut finde, das Eis ist wirklich nicht zu hart. Das heißt, wenn ihr das Eis lieber lutschen wollt, dann funktioniert das natürlich. Und auch wenn ihr es lieber abbeißen wollt, dann geht das auch ganz einfach. Und ist nicht irgendwie so hart, dass das gar nicht funktioniert. Ja, und wie gesagt, der Geschmack ist richtig gleichmäßig verteilt. Also hat sich nicht irgendwie oben oder unten abgesetzt. Kleine Eiskristalle sind natürlich schon vorhanden. Also ich glaube, wenn ihr gekauftes Orangeneis habt, dann ist es doch eher so, dass es vorher noch ein bisschen durchgerührt wurde und so weiter. Das heißt, es könnte auch sein, dass es, dass dieses Rezept mit einer Eismaschine funktioniert. Ich habe leider keine zu Hause, deswegen ja, könnt ihr das vielleicht testen und mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Wäre ich auch sehr gespannt. Aber auch wenn hier ein paar Eiskristalle drin sind, so groß wie sie wären, wenn ihr das einfach nur als Saft einfrieren würdet, sind sie auf keinen Fall. Und ich finde, die stören auch überhaupt nicht. So, und das Mandel-Reiseis. Also ist schon noch was anderes. Ist auch genauso weich. Die Kristalle sind genauso groß. Aber es ist einfach richtig schön cremig. Deswegen wollte ich es gerne nochmal so ausprobieren. Ja, mit Saft ist es halt richtig schön fruchtig und mit in diesem Fall Mandelreisdrink so richtig schön cremig. Und dann gibt es sicherlich noch andere Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Sojamilch, aus dem ihr auch genauso Eis machen könnt. Und was dann auch genauso cremig wird. Oberlecker. Ja, meins schmeckt jetzt übrigens auch ein bisschen nach Vanille, weil ich halt meinen Vanillezucker genommen habe. Also den Zucker, wo ich die ausgekratzten Vanilleschoten immer rein tue. Deswegen ist es sozusagen eigentlich ja Vanilleeis. Aber auch ohne diese leichte Vanillenote ist es wirklich der Hammer. Mm. In der PDF, die es zum Download gibt, den Link findet ihr unter dem Video, habe ich auch noch ein paar andere Eissorten mit aufgeschrieben. Also was ihr noch so an verschiedenen Flüssigkeiten nehmen könnt, um euer eigenes leckeres Stieleis zu machen. Ja Leute, der Sommer ist noch nicht vorbei, also probiert diese Eiskreation auf jeden Fall mal aus. Wenn ihr jetzt in eurer Umgebung noch keinen Sandhagen gefunden habt, also in den Supermärkten in eurer Umgebung, dann ja, schaut mal unter das Video, da gibt es einen Link dazu. Und ja, ich habe inzwischen halt auch mal gesucht und muss sagen, 100 Gramm für 10 Euro war ganz schön überteuert. Ja, online gibt es da auf jeden Fall sehr, sehr viel günstigere Angebote. Ja, könnt ihr ja mal gucken. Und ja, in diesem Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Eismachen zu Hause und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!